Das ist so allen bereit. Ja, Kali. Ja, Kali. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kali. Ja, Kali. Ja, Kali. Kleiner Donner möchte durch die Prärie galoppieren. Möchtest du nicht mitkommen? Aber gern. Ich komm gleich. Ist gut, wir warten. Steig auf, Yakari! Sonst verlieren wir sie aus den Augen! Der Fluss ist zu schnell für mich! Sieh mal. Halt durch, Regenbogen. Ich komme. Ich dachte schon, diese Rutsche hört nie auf. Frierst du? Ja. Ich mache uns Feuer. Das ist gut. Ja, und ich? Was soll ich machen? Ich kann nicht über diese glitschigen Felsen laufen. Klar, das schaffst du ganz sicher. Sei kein Angst haben. Hä? Deine Hufe finden schon Stellen, wo sie genug Halt finden. Jetzt komm. So eine Frechheit. Angsthase nennt er mich. Soll ich mir vielleicht Zehen wachsen lassen? Sieh mal, Yakari, da an der Felswand. Sieht aus wie das Skelett eines Vogels. Nur so groß. Von so einem Vogel habe ich noch nie gehört. Kein Wunder. Man kann ihn ja auch nur von hier aus sehen. Vielleicht sind wir die Ersten, die ihn entdeckt haben. Ah, endlich. Alles ist schön trocken. Jetzt können wir schnell nach Haus. Wieso? Es ist doch nett hier. Ich finde, wir sollten uns ein bisschen ausruhen. Es wird sowieso bald dunkel. Und das Lager ist bald weg. Wir bleiben über Nacht. Na, geschafft. Oh je, unser Abendessen. Oh! Ich kümmere mich um den Fisch und du trocknest. Sieh mal, Yakari, als wollte er gleich losfliegen. Mhm, stimmt. Er sieht zwar aus wie ein Vogel, aber Flügel sind da nicht. Vielleicht ist es ein Urzeitvogel. Unmöglich. Er ist viel zu groß. Eines würde ich zu gern wissen. Wie der Vogel zum Gefangenen der Felswand wurde. Also ich bin zu müde zum Nachdenken. Gute Nacht, Yakari. Gute Nacht, kleiner Donner. Wenn ich nur großer Adler danach fragen könnte. Der wüsste schon die Antwort darauf. Wecke deine Freunde nicht, Yakari. Ich will deine Fragen zu den Gebeinen in der Felswand beantworten.
Vor allem wollte ich wissen, ob es ein Vogel ist. Und warum ist er so groß? Und was ist mit den Flügeln? Nun, das sind viele Fragen, aber ich kann sie dir beantworten. Möchtest du auf eine Reise gehen? Was meinst du denn damit? Sieh die Flammen, die da lodern. Lass sie deinen Geist durchströmen. Sei ohne Furcht, Yakari, denn ich wache über dich. Was ist mit mir passiert? Großer Adler! Regenbogen! Kleiner Donner, wo seid ihr? Regenbogen! Kleiner Donner! Sei gegrüßt. Schön, dass du hier bist. Was? Na, du wolltest mich doch kennenlernen, Yakari. Woher weißt du, wie ich heiße? Halt! Du siehst ja aus wie die Versteinerung in der Felswand. Ach, du hast es immer noch nicht begriffen. Großer Adler hat dir einen Traum geschickt, damit wir zwei uns kennenlernen und du das Rätsel der Felswand lösen kannst. Ach, und was ist mit Kleiner Donner und Regenbogen? Kommen die denn nicht in dem Traum vor? Ja, also, keine Ahnung. Machst du dir da Sorgen? Aha. Wir beide könnten sie ja suchen gehen. Ja, was? Oh. Oh. Was war das? Ah, siehst du den qualmenden Berg dort? Der Vulkan steht kurz vor einem Ausbruch. Bald wird er Feuer spucken und Asche. Wir müssen weg. Suchen wir erst meine Freunde? Man nennt mich Diatryma. Ich bin ein Vorfahre der Wildgänse, die im Frühling am Himmel über die Prärie ziehen. Der Wildgänse? Ja. Aber du bist so riesig. Noch dazu hast du keine Flügel und kannst auch nicht fliegen. Kleiner Donner würde jetzt sagen, unmöglich. Ach ja? Ich kann zwar nicht fliegen, aber ich renne schnell wie der Blitz. Pass mal auf. Sehr gut. Bald schon taucht er hier auf. Um diese Zeit kommt er immer zum Trinken. Na bitte, hörst du? Oh, das klingt wie... Hallo allerseits, ganz schön heiß heute, was? Aber du bist ja so klein. Du bist auch nicht gerade groß. Oh, entschuldige bitte, ich dachte, du bist mein Freund, ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Ich bin Eohippus, das Pferd der Urzeit. Sieh nur mal, Yakari, er hat noch gar keine Hufe, sondern 10. 4 vorne und 3 an den Hinterläufen. Zum Glück, denn so bin ich viel schneller als du. Na, das glaube ich kaum. Achtung, fertig, los! Halt dich gut fest, Yakari. Hey! Na, du kleiner Frechdachs. Wer ist denn wohl nun schneller? Ach, ihr Zweibeiner geht mir auf die Nerven. Puh. Eigensinnig. Der erinnert mich sehr an Kleiner Donner. Da fällt mir ein, ich muss ihn und Regenbogen wiederfinden. Ah, ich habe einen Riesendurst. Zuerst müssen wir etwas trinken gehen. Der Vulkan bricht aus. Er wird alles zerstören. Oh, bitte, Diatryma, lass uns schnell weglaufen. Es ist toll, dass wir uns kennengelernt haben, aber deine Zeit gefällt mir gar nicht. Die Zeit der Menschen ist noch nicht gekommen, Yakari. Deine Art wird erst viel später hier erscheinen. Du musst schneller laufen. Die Flammenwolken kommen. Wenn du doch nur fliegen könntest. Hab keine Angst. Dies ist alles nur ein Traum. Aber denk an mich, wenn die Wildgänse ziehen, Yakari. Adieu! Möchtest du auf eine Reise gehen? Großer Adler! Diatryma! Du machst dir ein Gesicht. Regenbogen, kleiner Donner. Du hast im Schlaf gesprochen.
Wenn ihr wüsstet, wie froh ich bin, euch zu sehen. Ich glaube, du hast uns sehr viel zu erzählen. Kann das sein? Ja, ich war bei dem Riesenvogel von der Felswand und ich habe ein ganz kleines Pferd kennengelernt. Das hatte Zehen an den Läufen. Es wird hell. Wir sollten lieber ins Lager zurückkehren. Komm. Leb wohl, lieber Diatrümer. Ich werde dich nie vergessen. Ja, was? Wovon redest du da eigentlich, Akari? Ich war in der Urzeit. Obwohl der Diatrümer so groß war, ist er ein Vorfahre unserer Wildgänse. Aber weil er keine Flügel hatte und nicht fliegen konnte, wurde er bei einem Vulkanausbruch verschüttet und in Millionen von Jahren ist sein Skelett versteinert. Weißt du? Von ihm, durch meinen Traum. Da bin ich ihm begegnet, als er noch nicht in dieser Felswand gefangen war. Ich kann nicht glauben, dass meine Vorfahren so klein waren. Mit Zehen auch noch, anstatt Hufen. Du brauchst dich doch nicht zu schämen, kleiner Donner. Damals gab es doch noch nicht einmal Menschen. Seht mal, die Wildgänse dort.